Die Maßnahme dient dem Containerumschlag sowie der Gleisanbindung an das Logistikzentrum, an das Schienennetz der Deutschen Bahn AG, was für die BMW AG auch ein wesentliches Kriterium für die Standortwahl dort war. Der Gegenstand dieser Baumaßnahme sind eigentlich zwei wesentliche Bauteile. Hier haben wir einmal die Herstellung einer 10.000 Quadratmeter großen Flächenbefestigung in Betonbauweise, inklusive sämtlicher Erdarbeiten. Als vorbereitende Maßnahme war für diesen Leistungsanteil die gesamte Ausführungsplanung zu erstellen. Des Weiteren ist eine Gleisanlage mit 2,1 Kilometer Länge und 6 Weichen herzustellen, zuzüglich der gesamte Kabeltiefbau, die Entwässerungsanlagen sowie die Anbindung der neu erstellten Gleisanlage an die DB-Strecke Landshut-Plattling. Die besondere Herausforderung war hier auch die Kombination von Erdbau, die Kombination mit dem Betonstraßenbau und in Verbindung mit der Gleisanlage. Das ist ein Thema, was nicht jedes Unternehmen in Summe vorrätig hat. Und das hat uns auch hier, glaube ich, geholfen, diesen Auftrag zu bekommen. Der Betoneinbau erfolgt mit einem Strabag-Großprojekte-Betoneinbauzug, der auf die volle Breite der Ladebereichsfläche von 15,9 Metern aufgebaut ist. Der Gleitschalungsfertiger sorgt für die Verdichtung des Betons, sorgt für den profilgerechten Einbau und die Herstellung einer Oberfläche mit einer perfekten Ebenheit. Als gewählte Oberflächentextur wird ein Besenstrich quer zur Einbaurichtung hergestellt. Anschließend erfolgt die Nachbehandlung mit einem Curing-Mittel. Im Vorfeld des Betonierprozesses werden im Bereich der späteren Quer- und Längsfugen Anker und Dübel auf sogenannte Unterstützungskörbe aufgelegt. Der Beton, der im Vergleich zum Betonstraßenbau eine erhöhte Festigkeit C3545 hat, wurde in einer hochmobilen Strabag-Großprojekte-Beton-Mischanlage hergestellt, die eine Leistung hat von 180 Kubikmetern in der Stunde. Somit war gewährleistet, dass wir die Gesamtkubatur der Flächenbefestigung mit 3800 Kubikmeter in 2,5 Tagen einbauen konnten. Nach einer Aushärtezeit von 5 bis 20 Stunden wird der Beton im späteren Bereich der Fugen eingeschnitten und so wird an diesem Bauwerk ein nahezu quadratisches Fugenraster hergestellt. Diese Fugen dienen ausschließlich dazu, die Rissbildung, die zwangsläufig aus den Temperaturschwanken des Betons entstehen, gezielt zu steuern. Die Fugenschnitte werden anschließend aufgeweitet und mit einem Kaltverguss vergossen. Die Gleisanlage besteht aus zwei Ladegleisen mit einer Nutzlänge von 480 Metern. Wir haben ein Durchfahrtsgleis von 675 Metern Nutzlänge. Wir haben zwei Stumpfgleise im Osten und im Westen des Baufeldes mit je einem Prellbock. Der gesamte Gleisbereich wurde im Schotteroberbau mit Betonschwellen hergestellt. Wir haben 6 Weichen mit Weichenheizung. Wir haben Beleuchtung im gesamten Gleisbereich, ein Einfahrtstor und einen Bahnübergang im Werksgelände. Neben diesen Leistungen im Gleisbau waren aber noch weitere zusätzliche Bauleistungen gefordert. Das Kernstück dieser Anlage war eine 650 Meter lange und 15,9 Meter breite Ladebereichszone als Betonfläche, die nach ihrer Fertigstellung von sogenannten Reach-Stackern befahren wird, die mit zu Achslasten haben von ca. 100 Tonnen. Diese Reach-Stacker sind Förderfahrzeuge, die zum Stapeln und Umschlagen von Containern Verwendung finden, im Speziellen im kombinierten Verkehr Straße-Schiene. Es ist hier ein gelungenes Bauwerk entstanden, fristgerecht. Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten,
war stets lösungsorientiert, konstruktiv und auf Augenhöhe.